Der Filmhaus Award ist benannt nach dem am 31. August 1882 in Saarbrücken-Malstadt als Franz Wüstenhofer geborenen Filmregisseur, der sich später Franz Hofer nannte. Er lebte bis 1899 in Saarbrücken und war nicht nur ein bekannter Stummfilmregisseur, sondern auch einer der ersten Autorenfilmer Deutschlands. Hier zu Ihrer Linken, von etwas violett umrandet, sehen Sie eine zeitgenössische Abbildung. Der nach ihm benannte Preis soll das Andenken an Franz Hofer wachhalten und wird vom Filmhaus Saarbrücken vergeben für eine hervorragende Leistung im deutschen und internationalen Film. Ludwig Trepte ist ein Gesicht des jungen deutschen Filmes. Wobei, mein Grußwort muss ich natürlich jetzt sehr sparsam dosieren, weil es ist natürlich dann schwierig, je mehr man auf die Person, auf den Inhalt eingeht, desto mehr greift man sozusagen in die Rede der Jury, in die Rede der Laudatorin ein. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Aber Thema junger deutscher Film, und ich denke, dann werde ich mich eher auch nochmal mit der Örtlichkeit beschäftigen. Und Herr Jurich hat ja schon auch darauf hingewiesen, dass jetzt zum 10. Mal der Franz-Hofer-Preis vergeben wird. Und es wird ja auch zurzeit viel nicht nur über Preise, sondern auch über die Institution des Filmhauses geredet. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass es solche Institutionen in Saarbrücken gibt, weil im Bereich des jungen deutschen Filmes gibt es einerseits sogenannte größere Arthouse-Produktionen, aber es gibt auch viele kleine Filme. Es gibt auch viele Filme, die aus der Filmhochschule gekommen sind, die auch sozusagen ein Podium brauchen, wie dann dieses Filmhaus. Des Weiteren, und dann schaue ich jetzt mal aus dem Filmhaus heraus, das muss natürlich heute auch gesagt werden, die Landeshauptstadt Saarbrücken hat ja nicht nur die Kompetenz bezüglich des Filmhauses für den jungen deutschen Film, sondern auch für das Festival Max-Ophüls-Preis. Und ich denke, es geht hier schon einigen wie mir, dass man auch schon heute fiebert und die Tage nicht bis Weihnachten zählt, sondern einfach schon mal 4 Wochen weiter, nämlich bis zu dem Beginn des Max-Ophüls-Festivals und schon überlegt wird, welcher Film wird kommen, welche Aspekte werden von dem jungen deutschen Film dann angeschnitten werden, welche Themen werden dann in der Woche in Saarbrücken dann kontrovers zu diskutieren sein. Wenn wir bei dem Max-Ophüls-Preis sprechen, muss, denke ich, auch, das möchte ich auch sehr offensiv auch ansprechen, darauf hingewiesen werden, dass Ludwig Trepte ja nicht das erste Mal sozusagen in Saarbrücken einen Preis bekommt, nämlich jetzt quasi in Saarbrücken einen zweiten Preis schon bekommt. Er war ja 2006 dann der Darsteller oder hat den Darstellerpreis des Festivals bekommen und jetzt quasi einen zweiten. Darüber könnte man jetzt natürlich lange streiten, ob das gut wäre oder ob es schlecht wäre. Ich denke, es ist eine sehr klare und gute Entscheidung der Jury, die ich jetzt nicht im Einzelnen begründen will. Aber es wird doch sehr, sehr deutlich, dass er 2006, als er nach Saarbrücken gekommen war, an Jahren ein sehr junger Schauspieler war, da schon auch 2 herausragende Filme in seiner Biografie einreihen konnte. Aber er hat, denke ich, dann auch in den nachfolgenden Jahren sich als Darsteller noch weiter verändert, während die ersten beiden Filme doch eine Rolle hatten als Nazi-Clanführer, würde ich jetzt sagen, und als Entführer, sind die Rollen der letzten Filme doch viel, viel, vielschichtiger geworden. Und ich denke, das rechtfertigt auch, dass bei so herausragenden Leistungen dann noch ein zweiter Preis vergeben wird. Trepte muss man lernen, mit einer ganz besonderen Diskrepanz zurechtzukommen. Sie haben seine Filme gesehen, Ausschnitte davon gesehen, aber im Kopf hat man immer den Eindruck, man beschäftigt sich, man redet über einen, der Mitte 30 ist, vielleicht sogar Anfang 40. Dabei ist er in Wahrheit gerade mal 23 Jahre alt, geboren 1988 in Ost-Berlin, aufgewachsen im Prenzlauer Berg. Diese zugegebenermaßen etwas verzerrte Wahrnehmung hat natürlich mit seiner beeindruckenden Filmografie zu tun. 20 Filme in relativ kurzer Zeit, Filme fürs Kino, aber auch fürs Fernsehen. Diese Wahrnehmung hängt aber auch mit seinen wirklich unglaublich vielen Auszeichnungen schon zusammen. Ich nenne nur die wichtigsten. Eine goldene Kamera, 2 Grimme-Preise, den Sonderpreis der Jury beim renommierten Baden-Badener Fernsehfilmfestival. Das ist unter dem Strich jetzt schon mehr, als manch anderer Schauspieler in seinem ganzen Leben zusammentragen wird. Zu Recht kann man ihn als einen der hochdekoriertesten, vielleicht sogar den hochdekoriertesten Schauspieler seiner Generation bezeichnen. Und das, das möchte ich betonen, ohne je eine Schauspielschule von innen gesehen zu haben.
was er gemacht hat, mit Fernsehfilmen anzufangen, mit einer Fernsehserie, das ist Learning by Doing in seiner reinsten Form. Das alles hat im zarten Alter von 12 Jahren begonnen mit der Miniserie Beim nächsten Coup wird alles anders, die ich nie gesehen habe, aber die zumindest Ludwig Trepte so für den Film begeistert hat, dass er beschlossen hat, weiterzumachen. Es wurde ja schon erwähnt, dass seine erste wichtige Auszeichnung Ludwig Trepte hier in Saarbrücken erhalten hat, 2006 den Darstellerpreis beim Max-Ophüls-Preis. Für seine Rolle als Paul in dem Film Keller Teenage Wasteland, wo er als Teenie zwischen Folter und sexueller Ekstase die Jury begeistert hat. Ich freue mich, dass Sie heute Abend mit uns allen zusammen den Schauspieler Ludwig Trepte entdecken. Mit 12 Jahren steht er für das Fernsehen vor der Kamera. In einer Miniserie, im Polizeiruf 110 und in einem Tatort. Vorausgegangen war ihm keine Schauspielschule, sein darstellerisches Können hat er sich selbst beigebracht. Es folgen weitere Fernsehrollen. Bald wird er auch für das Kino entdeckt. Seine erste Hauptrolle war 2005 die des Anführers einer Nazi-Clique in Combat 16. Im gleichen Jahr verkörpert er in Keller Teenage Wasteland einen orientierungslosen Jugendlichen, der zusammen mit einem Freund eine Supermarktkassiererin entführt und mehrere Tage gefangen hält. Dafür erhielt er 2006 den Darstellerpreis auf dem Filmfestival Max-Ophüls-Preis. 2007 spielt er in dem Fernsehfilm Guten Morgen, Herr Grote einen aufsässigen Schüler, der den Unterricht seines wohlmeinenden Klassenlehrers nach Kräften torpediert. In 7 Tage Sonntag lässt er sich von einem Kumpel provozieren, einen Mord an einem Obdachlosen zu begehen. Es folgt der Episodenfilm 1. Mai, Helden bei der Arbeit, in dem die Maikrawalle in Berlin eine Folie für 2 Jugendliche aus der Provinz bilden, die Aufregung und Rausch der Metropole suchen. Eine andere Art von Selbsterkundung findet in Ein Teil von mir statt. Ein junger Mann muss sich der Tatsache stellen, dass er Vater eines Kindes wird und Verantwortung übernehmen muss, was ihm zunächst recht schwer fällt. In Ihr könnt euch niemals sicher sein, spielt er einen Schüler, der von seiner Lehrerin missverstanden wird und der aufgrund eines selbstverfassten Raptextes in den Verdacht gerät, ein potenzieller Amokläufer zu sein. Aktuell ist Ludwig Trepte im Kino zu sehen, in dem Psychodrama Was du nicht siehst, in dem ein junger Mann, der den Tod seines Vaters noch nicht verarbeitet hat, in den Strandferien mit der Mutter und deren neuem Liebhaber auf ein faszinierendes Geschwisterpaar trifft. Die verführerische Schwester und der gewalttätige Bruder ziehen ihn in einen Strudel von neuen Erfahrungen und Gefühlen. Was all diese Rollen eint, ist der Hunger nach Erfahrung. Die Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten, ausgetretene Pfade zu verlassen, moralische und gesellschaftliche Normen in Frage zu stellen und sogar zu verletzen. Es sind ausnahmslos schwierige Charaktere, die ihn reizen und die er überzeugend verkörpert. Es sind diese Akte meist schmerzlicher Selbstfindung, die seine Filme zu einer auch emotionalen Bereicherung für den Zuschauer machen. Die Jury vergibt den Franz-Hofer-Preis Filmhaus Award 2011 an den Schauspieler Ludwig Trepte. Thank you.